Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt gerade schon wieder auf dem Weg zum CAIO. Heute ist Tag 3. Wir fangen jetzt heute an direkt mit dem Blogger-Treffen. Da sind wieder alle zusammen in der Blogger-Lounge und dann sind noch ein paar Termine stehen heute an. Unter anderem auch mit Magic Tech haben wir mit dem Lustig David wieder eine Challenge. Was genau seht ihr noch in diesem Video? Und wir cruisen jetzt erstmal wieder schön im Jaguar F-Pace vom Autohaus Hethke hier durch Aachen durch und sind eigentlich schon wieder ein bisschen viel zu spät dran. Eigentlich ist Treffpunkt um 10.30 Uhr und wir haben jetzt 10.25 Uhr, noch nicht mal 23. Aber das kriegen wir auch alles noch hin und ich genieße jetzt erst nochmal hier ein bisschen das Rumcruisen. Ich bin nämlich die ganze Zeit eher weniger im Auto gewesen und genieße einfach nochmal so ein bisschen mal ein größeres Auto zu fahren als mein kleinen Smart. So, ihr Lieben, wir waren jetzt gerade noch mal kurz auf einem Termin und jetzt geht es direkt zum nächsten. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Magic Tech Stand. Der David hat wieder gesagt, es ist wieder Zeit für eine Challenge, wie auch schon auf der Equitana. Und das holen wir jetzt hier heute beim CAIO Aachen nach. Und jetzt gucken wir gleich mal, was er sich da wieder so Tolles überlegt hat. Schaut mal, ihr Lieben, wer da ist. Hallo. Willst du dich kurz selbst vorstellen? Für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Ich bin Jasmin von Ben und Jasmin und ich bin hier am Stand von Magic Tech und verkaufe diesen wunderschönen Solo-Markt. Weil die liebe Scarlett ja in Schweden ist. Richtig. Darf jetzt die Jasmin die ganze Zeit hier stehen? Das macht ja Spaß. Ja. Und sie wird schön braun, weil die Sonne scheint wieder. Ja, ich bin schon braun geworden ein bisschen. Ein bisschen. Wir sammeln uns jetzt hier gerade alle. Gucken, wie man hier so alles sieht. Wir machen jetzt gleich eine Stallrundführung, extra nur für uns Blogger. Und ich nehme euch natürlich ein bisschen mit und zeige euch mal ein bisschen, wie das so in den Stallungen aussieht, wie es, ja, wenn die Pferde denn da sind. Ihr habt ja schon einmal gesehen, wie es aussieht, wenn noch alles leer ist. Und heute sind die Pferde schon da.
same as the old one. Same over there, but more than. It's the same, we have empty boxes. We give them empty boxes, they have 3 by 3 meters. So there are no luxury because we use them for many events. And they are used for, of course, for the show here, for other events, but also for quarantine, because we have a lot of events outside of Europe. Und Vivi, wie ist es so? Haus- und Hoffotograf bei der Arbeit. Now we have here in the U25 horse, dressage, he is a horse. And fencing horse. As we
have since last year we have the U25 and jumping. We decided to include them onto the program, but we didn't have stables enough. And then you see the difference. Because Laura wants to fall. Please go away because Mrs. Trout is coming. Sorry to interrupt. No problem. So, das war jetzt schon mal die Stallführung. Der Stallrundgang war ein bisschen schade, weil alles nur auf Englisch gesprochen worden ist. Falls ihr also irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann übersetze ich euch das, weil ich möchte gerne lieber den ganzen Ton immer so mit drüber lassen und das jetzt einfach nachsprechen. Dann geht die ganze Stallatmosphäre so ein bisschen flöten. Deswegen lasse ich das einfach erstmal so und wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, wir gucken jetzt nochmal gleich hier durch das Shopping Village durch und werden da nochmal so ein bisschen anfassen, angucken, neue Kollektionen nochmal bestaunen, gucken, was wir da noch so an tollen Dingen finden.